Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Kennt ihr diese Map hier noch? Nennt sich Summoner's Rift. Das ist die nächste Pro-Spielen-Folge und Right, hat mich getreut. Ich frage mich, wieso es passiert. Ich habe halt früher davor nicht auf Aufnahme gedrückt, aber ich habe 100%, ich habe sogar noch mit Probits meine Roompage gemacht. Und ich mache jedes Game eine neue Roompage. Damit genau sowas nicht passiert, I mean. Das ist ein harter Tilter, ne? Aber Leute, wir werden das trotzdem durchziehen. Ich wollte natürlich Comet Ash zeigen. Und wenn ihr auf den Hauptkanal guckt, ist da höchstwahrscheinlich auch ein Video gekommen. Auf den Hauptkanal kommt jetzt generell wieder mehr Leak. Hier habe ich jetzt ein bisschen Probleme mit Leak-Content, weil der Kamera spannender ausfällt. Wegen Rift Rivals. Aber, sobald das quasi wieder beseitigt ist, wird es auch hier wieder Leak-Content geben. Bis dahin für dich jetzt. Versuche ich einfach ein bisschen die Zeit zu füllen mit ein bisschen Gameplay, was eben durch die Durchgequatsch-Folgen durchgefallen ist. Was fairerweise allerdings gar nicht mehr so viel ist, wie es früher mal war. Ich habe trotzdem noch ein paar Twisted Fate Gameplays, die kommen werden. Ich habe auch noch... Was habe ich denn noch? Ich glaube, ich habe noch ein Rise Gameplay. Das Kammer Gameplay habe ich schon rausgehauen. Wir werden jetzt hier einfach straight up in den Fight reinrennen. Nein, bitte tu mir nicht weh. Ich habe meinen Freund den Jarvan dabei. Schade, ich glaube, wenn er da flasht, ist sogar worth, wenn er für den Flashplay geht. Aber Karma bleibt da vorne, ist natürlich richtig. Die ist aber die Zone. Also so sehr wird das hier natürlich dann auch wiederum nicht möglich sein, leider. Was die normalerweise du mit Ashe natürlich machen willst, ist für Comet zu gehen. Und die Leute früh wegzupoken und dann für Trinity Force gehen. Das ist schon sehr, sehr cool. Das ist hier mir leider nur nicht gelungen zu picken. Dann wird es natürlich ein bisschen unangenehmer. Da immer diese kleinen Auto-Trades gegen Yumi sind nie worth, weil sie hat immer ihr scheiß Schild pockt. Ich weiß nicht, warum Karma das pushen will. Warum sollten wir das pushen? Wenn ich das Gefühl, dass uns das irgendwas bringt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie sinnvoll jetzt mein Q-Spell ist. Also das Problem ist, dadurch, dass Karma jetzt gepusht hat, können wir die nicht mehr zonen. Dass wir bis jetzt ja recht gut konnten. So ist, da haben wir ein bisschen Value jetzt leider verloren. Sie frisst auch Damage wie kein zweiter, ne? Habe ich auf jeden Fall das Gefühl, viel Counterplay zu haben. Ah, Siva wurde genervt. Also die wurde auch hier schon genervt auf dem Patch, auf den ich hier gerade spiele. Ach scheiße, warum schießt der nicht Max Range? Animal. Ich weiß gar nicht, ob man es dodgen kann quasi. Also ob es in der Theorie möglich ist, wenn ich einfach mich ein bisschen besser positioniere. Ist jetzt ein bisschen weird, dass der für mich gegangen ist. Bisschen doof, dass ich hier meinen Heal gewastet habe, weil die Karma so spät geflasht ist. Die hat natürlich unendlich Mana hier gegen mich, ne? Das ist natürlich klar im Siva Ashe Matchup. Alter, Karma, please. So wichtig, dass sie ihre Mantra-Qs nicht immer versemmelt, ey. So wird es halt leider super schwer. Ich glaube, sie denkt gar nicht darüber nach, ob sie Auto-Attacken sollte oder nicht. Ich glaube, es ist einfach so eine Sache, die sie halt macht, weil sie es immer macht. Ja. Ja, da war leider relativ obvious, dass sie da sterben wird. Ne? Sie hat keinen Flash mehr. Ich kann sie nicht verteidigen. Fühlt sich natürlich nicht gut an, gegen sowas zu spielen. Ne? Das auf jeden Fall, aber das wäre ja trotzdem eine machbare Lane gewesen, wenn die zwei Manta-Qs sitzen. Und wenn die sie wäre, wenn wir nicht die Wave pushen, sondern die Wave da lassen, wo sie war. Ist ärgerlich. Wir würden trotzdem hier für Sense River gehen. Die Rune ist halt auch so useless, ne? Wenn ich hier nicht Glacial Augment mit
Resolve-Spiele. I mean, was soll das überhaupt für eine Rune-Page sein? Also wenn Riot mir schon eine Rune-Page reindrückt, ich habe nie in meinem Leben Glacial Augment Resolve gespielt. Ah, doch, habe ich. Auf Karma. Javan ist bugged. Wow. Das ist ein Knock-up. Klar. Als ob, also würde der auch im Jungle die ganze Zeit keinen Knock-up kriegen. Das wäre schon mega weird. Ich glaube, Botlane zu ganken ist jetzt zu spät. Ey. Was ist denn los mit dir? Macht der jetzt einfach Solo Drake? Okay. Während gleich die Botzeit-Cover ab ist, ist das normalerweise eine ziemlich dumme Idee. Weil der Enemy Jungler ja auch dahin will. But not here to judge. Ich glaube, wir können jetzt sogar mal traden hier. Okay, wir haben einen Drake bekommen, all good. Ich meine, ich slowe viel. Aber ich weiß auch nicht, was wir an Slow-Items hier holen können, ne? Wird das eine Iceborne Gauntlet Ash? Probably the best we can do, right? Nice. Das hat die Karma sehr gut gespielt. Kann man ja auch mal sagen, ne? Tut ja nicht weh, andere Menschen auch mal zu loben. Klar, vielleicht geht man schneller auf bessere Boots. Yumi-Dinger zu sidesteppen, aber ich glaube, der scheint es an sich einfach nicht darauf ausgelegt, gesidesteppt zu werden. Lol. Mach doch auf, Bruder! Okay. Alles fein. Sein, der Q fühlt sich überhaupt nicht cool an, so. Ich dachte, ich hatte mir vorgestellt, dass ein bisschen... Ach, sich einfach cool anfühlt, weißt du? Man kann ja mit dem E so viel machen. Und ich mach so wenig damit. Aber wir sind auf jeden Fall back in business. Sinsburger ist tatsächlich recht teuer, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber dadurch haben wir jetzt unseren Arrow. Und ich hab richtig Bock, so einen schönen... Alter, was ist denn da oben mit der Poppy los? Hat der auch Bock auf so eine kleine Ultimate Top? Excuse me, what the fuck? Ich weiß ja, ob der Vladimir genug Damage hat, selbst wenn ich den Victor da hitten würde. Wir sind fine, ne? Wir sind 4 CSL, wir haben used das Item. Ich glaube tatsächlich, dass Iceborne Gauntlet gar nicht so terrible ist, ne? Ich meine, man baut ja sonst auch Trinity Force. Wahrscheinlich ist Iceborne Gauntlet nicht so viel schlechter. In meiner Huna halt sogar witzigerweise besser. Traurigerweise, wie man es nimmt. Was ist denn eigentlich meine Range? Oh, unendlich, ne? Ah, vielleicht sollte ich den auch als einfach als unendlich nutzen und nicht als bis zum Enemy Blue Buff. Okay. Glacial Augment, it is, I guess. Okay, ich muss sagen, die Karma hat einfach komplett den Spieler gewechselt, ne? Die ist am Anfang, hat die gefühlt alles falsch gemacht, gar keinen Fick gegeben, übel sinnlos gestorben. Und jetzt eskaliert die ja einfach richtig hart rein. So macht das schon deutlich mehr Sinn hier, ne? Spells attack, slow target, attack gains, enemy effect, frost. Frost ist... ja. Wir sind halt hier, um Leute zu slowen, ne?
Sagen wir, wie es ist. Muss sagen, trotzdem dieses Mass-Adi zu bauen statt der Tech-Speed fühlt sich sehr gut an, wenn ihr selten ADC spielt. Ich bin ja jetzt ja auch nicht so jemand, der es so oft zockt. Dadurch habt ihr einfach das Gefühl, dass ihr müsst weniger kiten, ihr könnt einfach nur draufböllern. Und draufböllern ist halt in den meisten Fällen schlichtweg einfacher. Gehen jetzt aber für die Boots und uns ein Control Ward. Unser Renekton. So. Es scheint ein Renekton OTP zu sein, wa? Zumindest lässt der Name es vermuten. Kann ich. Das Ash Arrow? Der Raken wird er leicht mad. Das kann er seine Toplane XP will. Ich habe das Gefühl nicht los, dass sie da Vision hatten. Ich glaube, ich muss das hier pushen. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Renekton da rausgehen wird. Müsste wahrscheinlich moven können. Oh shit. Der Asher ist leider bad. Wofür hat der Boy so viel Angst? Ich hätte die gerne einfach nebenbei gekillt, aber so wird das nichts. Oh, ich darüber flash und rank nicht healer, aber der dann nicht Akku geht, ist ein bisschen ärgerlich, ne? Ich glaube, es ist trotzdem fein. Dass ich darüber flash, ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Fühlt sich so weird an, was ich hier alles baue. Dass da die Poppy mich easy macht, ist natürlich klar, ne? Aber ich meine, der ganze Play ist halt sinnlos, weil wir kriegen so oder so unten einfach den Turm und das ist halt mega worth. Und stattdessen geben wir der Enemy Bot dann einfach ein Free Comeback. Oh, Snipe Boys. Easy. Ah, was ein Snipe. Wunderschön. Ich meine, was ein Snipe. Er hat im Busch gerecord, wo wir Vision hatten. Not the smartest choice. Dass man für Vision keine Assists kriegt, ne? Sonst würde ich den ganzen Tag Soul Stealer bauen. Dieses. Ich muss sagen, der komplette Champion Ash an sich spielt sich weird. Ich meine, dieses verschiedene Attack-Speeds haben und so ist einfach weird. Die Sieve tut jetzt nicht unbedingt viel dafür, dass die gute Frau da ihren Poke rauskriegt. Also die Yumi. Die Karma ist. Also, ich weiß nicht, bei der Karma ist Genie und Wahnsinn so nah aneinander. Ich meine, sie hat die Turret-Aggro. Und dann stirbt sie halt einfach, ne? Sagt sie halt, ja, okay. Die Turret-Aggro nehme ich. I mean, I can respect that, but. But it's kinda dump. Ich glaube, ich mache hier so einen auf. Oh, ich bin ein kleines Opfer. Bitte hittet mich. Hier ist garantiert nicht ein Jarvan in der Nähe, der mich retten wird. Are you kidding me? Also man hält die Stacks, aber man kann sie nicht aufbauen oder was? Ach du Scheiße. I guess I'm dead. Ich kann zumindest Zeit für einen Jarvan rausholen. Ich weiß nicht, ob die Stopwatch da worth war, aber in welchen Szenarios kriege ich ja da die Stopwatch irgendwie worth? Wenn ich jetzt sie verkaufen könnte. Gibt es irgendein Item, was ich hier
Womit ich slowen könnte noch? Nee, ne? Ja, slow ist auf jeden Fall nicht so ganz einfach so. Wir gehen jetzt auf jeden Fall für Iceborne Gauntlet. Dann können wir zumindest auch diesen Schieneffekt zeigen. Ich bin sehr fokussiert aufs Game, sorry Leute, das ist jetzt nicht die größte Erklärfolge, aber wenn ich von Anfang an weiß, dann wird auch kein durchgequatscht, dann bin ich auch ein bisschen relaxter. Ich meine, ich proxy ja wahrscheinlich nicht mal, ne? Weil mein Slow wird ja overwritten. Das Game ist übrigens ziemlich ein Free-Win, ne? Da kann man sich jetzt nicht unbedingt beschweren, was das Team angeht. Kurz überlegt, ob ich mal wieder in einen meiner legendären Snipes rausknallen kann. Witzig, wie die Zahlen stacken, ne? Da unten Vision, aber wir sollten trotzdem noch den Blue holen gehen. Der Damage ist schon fein vom Q, wenn er da powered up ist. Wards helfen auf jeden Fall. What? Achso. Ich war ein bisschen irritiert von wie das aussah. Das war natürlich alles geplant. Der Flash war auch schon wieder so bad von mir, ne? Aber das Witzige ist, ich finde. Generell ist es so, dass ADCs am härtesten gepunished werden, wenn sie Fehler machen. Aber ich habe das Gefühl, dass das erst ab einem gewissen Niveau anfängt. Ne? Ich habe schon das Gefühl, dass ich hier tonnenweise Fehler mache. Und ich lebe immer noch. I mean, das waren jetzt schon. Ich lebe übrigens dank der Karma. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Na gut. Dann kommt unser Renekton rein mit 14-3 und haut halt einfach nur alles kaputt. Ja, ich habe sehr viele Fehler gemacht, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich Impact hatte, ohne Rune. Das heißt, wenn ihr das Video auf dem Hauptkanal seht mit Komet, dann wisst ihr, ey, das hier war die ehrliche Variante, wo man noch was dafür tun musste. Immer schön ins Gesicht direkt, ne? Ich fürchte, die wollen das noch deffen. Aber können sie nicht. Wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, ne, das war eine weitere Runde League auf meinem Zweitkanal. Schaut auf meinem Hauptkanal vorbei. Da gab es dieses Video hoffentlich in der besseren Form. Ich hoffe, euch hat der Content trotzdem gefallen. Und wir können uns auch die Damage-Graphen angucken, weil Leute das ja immer wieder fordern. Der Renekton hat das Game gecarried, I guess. Oh, ich bin in meiner Promo. Dia-Promo, once again. Second most damage. Oh, ist fine. Haut rein. Tschüssi.